In der vornehmen Gemeinde Carmel in Kalifornien läuft ein junger Ausreißer. Du warst doch der, der das Bild vor der Kirche vertickt hat. Mit einem außergewöhnlichen Talent. Woher weißt du von dem Bild da? In so einem kleinen Nest. Einem berühmten Künstler über den Weg. Der Betrieb von 3 Galerien ist bei den Einnahmen so gut wie unmöglich. Der ein dunkles Geheimnis hat. Ich hätte für dich sofort einen Auftrag, der all dein Können erfordert. Du hast schon unseren jungen Hauskünstler kennengelernt? Warum wohnt er bei dir? Ich habe ihn als so eine Art Kunstschüler aufgenommen. Meinst du ernsthaft, wir schaffen das mit dem Jungen? Ist es wahr, dass man mit Fälschungen so viel Kohle machen kann? Wie viel wollen Sie dafür? Sagen wir 10 Millionen? Nun hat er die Wahl zwischen der Liebe... Wärst du nicht so süß? Das hat mich schon oft das Leben gerettet. ...und einem Gaunerleben. Zuerst suchen wir uns eine Leinwand. Die beizen wir ab und malen dann das gefälschte Werk eines berühmteren Malers darüber. Unglaublich, dass du den Jungen damit reinziehst. Verschwinde aus meinem Haus raus. Aus die Tribute von Panem, Josh Hutcherson. Gib mir das Bild wieder. Ich will Kohle, sonst lasse ich dich auffliegen. Aus Spider-Man 2, Alfred Molina. Ich halte dich für einen geborenen Loser, der sein Talent verschleudert. Aus Heroes, Hayden Panettiere. Hey, was machst du denn da? Was machst du denn da? Und Oscar-Preisträgerin Lauren Bacall. Wir alle wollen irgendetwas, was nicht bedeutet, dass wir es bekommen.